Ein herzliches Willkommen vom Flo von Gestürzten TV. Und wir spielen weiter Anno. Und ich sehe gerade hier, die brauchen mehr Stimulanzien. Und die Stimulanzien haben wir von wo bekommen? Ich glaube, die produzieren wir auch direkt in der Arktis. Das war doch das mit den... Ja. Das war ja das mit den Korallen. Und hier Intervention Required. Da, die Mission haben wir doch schon mal gemacht. So. Genau, Energy Balance von 300 erstmal beibehalten. Ja, das versuchen wir mal. Und das hier, genau, das macht ja das hier, also das macht die Algen. Einen Moment, und Stimulanz, Algen haben wir auch eins zu wenig. Das heißt, wenn wir die Erweiterung hier bauen, haben wir zu wenig Petrochemikalien. Petrochemicals. Warning. Find crates on any island 4. Dann kriegen wir Credits. Ja, warum nicht? Kleingeld macht auch Mist. Was ist halt, hier sind noch Pfeile. Da kriegen wir Credits. Load vehicle with 22 canned food from your spaceport. Canned food. Iridium. Das ist die Stahlwolle. Okay, und deliver the cargo. Gut, können wir machen. Attach attack drone to your command ship. Use drone to destroy orbital watch bombarder. Nee, da kriegen wir 39 Iridium. Könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Aber erstmal suchen wir uns hier das canned food. Ah, in storage 135. Ah ja, okay. Wunderbar. Und hier warten wir noch 2 Minuten und... Ah, hier können wir mal so einen Lift an uns vorbeifahren lassen. Vorsicht. Hier, ein bisschen näher. So, dann schauen wir mal gleich mal, wie das Ding ausschaut. Wenn da jetzt was kommen würde. Get on with you. You'll be... Pickup-Container, jawohl. Ich bin mit dem Schiff. Schiff dahin gefahren? Nee, ach! Unser Schiff stand da drin. Okay. Und dann liefern wir das hier natürlich ab. Und hier... Ja, nehmen wir mal die Drohne, oder? Probieren wir das mal. Was ist... Ach so, ja. Wow. Awesome job. We expected as much of you. Ja. Die Drohne haben wir jetzt genommen. Coordinates confirmed. Wo müssen wir jetzt hin? Use the drone to destroy orbital watch bombarder. Wo sind die? Affirmative. Nee, was? Ich weiß nicht mal, was die meint. Use the drone to destroy orbital watch bomber. Hä? Ich fahre jetzt einfach mal hier irgendwo rum. Und wir müssen noch irgendwie 4 beliebige Kisten finden auf den Inseln. Dann haben wir jetzt hier 1, 2. Eigentlich waren auf den Haufen schon mehrere Kisten, aber okay. Wir wollen ja jetzt nicht so pingelig sein, nicht wahr? Nein, da haben wir ganz viele Robben. Noch 2 Kisten, komm schon. Die spawnen, glaube ich, hier immer wieder. 3. So, noch 1 Kiste. Und die kriegen wir nämlich hier. Hier. Okay, haben wir das jetzt geschafft? Find crates on any island. Good, you're here. Hä? Then the trip was worth it. Interested in a little project? Ah! Haha! Da ist er, da unten. Der Halunke. Die Kisten, warum haben die jetzt nicht gezählt? Wir haben doch jetzt 4 Kisten aufgesammelt. Oder muss ich die einfach nur, muss ich dann nur ranscrollen? Find Crate. Oder vielleicht waren es gar nicht die Kisten. Was ist das hier? Ein Eisbär! Und. Warum? Ich dachte Pinguine. Warte, wir suchen jetzt nochmal kurz Kisten und zoomen dann mal ran und schauen, ob da irgendwas passiert.
Warte mal, was ist das Orangene hier? Achso, das ist ja unsere Basis, ne? Oh. Kisten. Ah, hier, das waren solche Kisten. Wölfe? Aha. Lei Sheng is the leading international energy supplier. No wonder they're making advances to the competition. Oh, wir haben da unten gekämpft, ohne es mitzukriegen. Naja, ist ja in Ordnung. Two scientists boat to global spaceport. Ah ja, okay, die müssen wir wieder zurückfahren. Die haben wahrscheinlich jetzt Daten gesammelt. Und die müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück liefern. Und weil die sich hier nicht auskennen, müssen wir die begleiten. Und das ist dann auch Aufgabe 5 von 6. Das heißt, die nächste Mission wird 6 von 6. Und dann haben wir das Projekt hoffentlich abgeschlossen. Okay, das Ding, ich habe irgendwas gehört, das ist wahrscheinlich jetzt angedockt, ja. Okay, ist angedockt. Und dann werfen wir den da mal raus und suchen noch schön fleißig weiter nach Kisten. Ich hoffe, da tauchen immer mal wieder irgendwo welche auf. Oder... Wo? Lalala. Da ist wieder der Eisbär. Oh, was ist das da? Das sieht so schön aus. Oh, Reflexion. Oh. Grafik. Huh. Geil. Okay, wurde abgeliefert, der Typ. Ich hab's gehört gerade eben. Das. Was haben wir da? Zwei Eisbären wieder. Ich suche Kisten, Mist. Man kann. Ich wollte auch gerade sagen, man kann ja auch nicht weiter rausscrollen. Ja, doch kann man, Flo. Du musst es halt nur mal machen, ne? Nur die Frage ist jetzt, erkenne ich jetzt die Kisten überhaupt noch? Dann gehen wir mal da lang. Kamerafahrt über den Berg. Das war jetzt gerade ein bisschen unschön, aber gut. Okay, der Forscher ist wieder angedockt. Und wir haben jetzt hier erstmal noch ein paar Kisten gefunden. Juhu! 1, 2. Dann haben wir 3 von 4. 4 von 4. Ach, die waren ja alle auf unserer Insel. Was ist da los? Usoyev Incorporated is the old pro of the camera. Found something on the net you might be interested in. Schon wieder Attacking Tron. Und da kriegen wir 43 Petrochemicals. Und die will ich tatsächlich haben. Weil wir sonst das mit den Algen einfach nicht upgraden können. Das machen wir schnell. Wir holen uns dann diese Angriffsdrohne. Wenn wir den Forscher abgeliefert haben. Na? Wird es noch was? I like the way you do business. Roger. These idiots got no idea what they're about. Halt, stopp. Wenn ich eh schon beim Spaceport bin, dann kann ich auch gleich das Iridium einlagern und hierher bringen. I was about to go and fix it myself. Weil dann kriegen wir nämlich auch noch ein bisschen was. Neuroimplantate. Ach so, ich habe gedacht, wir kriegen. Ach so, ja gut. So what's the deal then? Neuroimplantate und wir kriegen Iridium. Ah ja, okay. Gut, haben wir zwar schon genug, aber okay. Und hier nehme ich die Mission auch mal an. So, ich glaube, das sind auch zufallsgenerierte Missionen. So, die Drohne mal annehmen, dann kriegen wir nämlich hier wieder die Petrochemicals, was super wird. Ach, nee, warte mal, diesmal müssen wir nicht kämpfen, wir müssen was finden. Okay, ist auch interessant. Mal in die Richtung fahren hier. Ich glaube, das ist richtig, das Symbol zeigt in die Richtung. Ist relativ schwach, aber es wird stärker. Uiuiui. Oh, weiterfahren. Na, jetzt geht's dann nach oben. Das ist ganz stark. Ja. Aha. Ah, da sind sie ja. You're all over the forums. People seem thankful. Super. Das heißt, können wir hier nochmal ein Modul hinzubauen. Und dann können wir Stimulantien. Was für ein Gebäude war das für die Stimulantien? Das hier.
make a difference. Ja, dann bauen wir das hier dazu. Dann, was? Immer noch mehr? Es produziert nur eins. Oder, hä? Optimal Output 4. Sektor Balance minus 2. Und das ist plus 50%. Ah, okay, okay. Das ist natürlich nix. 50% hier, wenn du eh nur 2 produzierst. So. Wie viele können wir jetzt noch dazu bauen? Goods Input too low. Ah, hier haben wir schon wieder zu wenig Algen. Also mehr Algen bauen. So, jetzt haben wir das hier zumindest ausgeglichen. Und dann können wir nämlich mal hier runter und mit dem hier mal quatschen. Activate Detonator. Click to collect. Ah, ja, okay. These channels will help us feed the world. I'll be in touch when the second channel's ready. Wunderbar, cool, der erste Kanal ist durch. Das heißt, wir brauchen das Schiff hier unten nicht mehr. Wir können das hier wieder hochschicken zu unserer Basis. Bam, 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 bam. Was ist denn jetzt unser Ziel hier noch? Luxusessen produzieren. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen wieder zurück in unsere wärmeren Gefilde. Nicht wahr? Na, wenn es mal schneller laden würde. Was ist das? Owned by another corporation, another corporation, another corporation, another corporation. Da sind andere Firmen eingezogen. Aha. Cast your vote and earn modules, rare materials. The council. Was ist external resource? Was ist the council? This is where the course of the world economy is decided. You can influence those decisions. It all depends on who you support. I'll make some recommendations here and there. You will receive rare materials by voting for them. Okay, was haben die denn zu sagen? Electronics Biotech, Dr. Eleanor Hofwegen. Die hat einen ziemlich deutschen Namen. Und das ist die Mai Tian. Und ach, das sind die beiden, mit denen wir schon Geschäfte gemacht haben. Energie, Agrikultur. Ibarra, Foxcom, Current Effects. Construction Costs. Global Market Prices. Marketpreise, keine Effekte, keine Effekte. Global Market Prices. Keine Ahnung, was soll ich denn machen? Ich glaube, ich vote jetzt einfach mal für den Schwächsten hier, weil ich will irgendwann da drin auch stehen und dann dürfen die anderen nicht so gut sein. Ja. Wunderbar. Und was haben wir da? World Market. Achso, nee, da kann man kaufen und also einkaufen, verkaufen, brauchen wir nicht aktuell, also, nee. Da können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen upgraden. Was nehmen wir denn da für Gebäude? Die hier. So, cool, dass das jetzt hier so einfach geht, ohne dass wir noch kleine bauen müssen. You don't buy from me, you don't sell to me. You're breaking old Nick's heart. Whoa, you generated some buzz. A lot of decision makers would like to have your support. Like where the real decisions are made. Think about it. Wow, das können wir ganz schön pimpen hier gerade. Oh, ich darf nicht vergessen, die wollen ja dann natürlich alle wieder irgendwie Zeug. Und was wollen die? Ach so, die habe ich, die Executives habe ich hier schon. Die. Ah, ja, 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 klar, klar, klar. Ah, so läuft der Hase. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. Ja, ja, ist schon klar, dass Luxusessen hier gerade niedrig ist. So, jetzt haben wir das hier zumindest mal geupgradet, soweit wie es geht. Was gibt's denn hier? Defend yourself if you can. The time has come for you to die. Towship to Global Spaceport. Graphene kriegen wir dafür. Und Graphene brauchen wir ja für Dings. Try all you want. You cannot stop the revolution. Hier. Was? Warum blinkt da alles? Hier. Graphene brauchen wir ja, um Module zu bauen. Und Module sind ja eigentlich relativ wichtig. Oh, Wale. Oh, schön. So, Schiff ist angedockt. Und weg hier.
Da hinten können wir dann auch wieder den Damm weiterbauen. Aber wir brauchen immer noch mehr von diesen Leuten hier, von den Executives. Und wir brauchen Luxury Food. Und das kriegen wir woher? Hier. Luxury Food. Da brauchen wir Beef und Wein. Also, ne, Fleisch und Wein. Da brauchen wir Sojabienen. Bienen? Sojabienen. Okay, wir brauchen 8 Beef. Das hier produziert 4 Beef und verbraucht 4 Sojabohnen. Ich baue jetzt erstmal diese Cattle Ranch, also die Vieh-Ranch-Ding. Hier wollte ich halt ursprünglich noch eine Straße durchbauen. So, weil diese Farm hier auch nochmal genau das gleiche Ausmaß annehmen wird. Das heißt, ich werde hier jetzt auch nochmal rüberbauen. So. Also früher oder später wird es wahrscheinlich genauso groß sein. Dann baue ich jetzt hier mal die Cattle Ranch. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, die jetzt hier zu bauen. Aber wir werden sehen. Wir können ja die Gebäude wieder verschieben. Produziert 150 mehr. Und uiuiui, das ist eine große Fläche. So, das verbraucht jetzt... Wie viel? 10 Sojabohnen. Und hier produzieren wir 0 von 4 per Minute. Was? Wie viele Module können wir noch dazu bauen? Einige. Dann denke ich mal, dass wir hier vielleicht einfach nach oben bauen. Erstmal. Und dann brauchen wir Sojabohnen. Und die Sojabohnen... Oh shit, wir brauchen Energie. Das finde ich nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das hier macht Energie, ne? Ja, 300 Energie pro Minute. Einfach noch schnell an die Straße andocken, dann kriegen wir sie auch. Okay, und dann... Ach, den haben wir noch gar nicht abgeliefert. So, abliefern, komm. Ja. Ah, wir müssen Level 10 erreichen, damit wir hier wieder eine neue Mission kriegen von ihr. Was kriegen wir denn hier noch für Sachen? Graphene, find crates on islands, ja, nehmen wir mal an. Und das hier, load your vehicle with 23 Rejuvenators. Davon haben wir wie viel? Ja, 115, das passt. Das machen wir mal voll. So, und dann müssten wir noch Kistchen suchen. Und das haben wir auch bei Ding geschafft. In der Arktis, also werden wir das auch hier schaffen. Wir suchen jetzt zuerst mal auf unserer Insel. Ja, zweimal haben die Kisten schon gefunden. Nee, das sind keine Kisten, die dazugehören. Okay. Dann liegen die vielleicht woanders. Hier nicht, die Insel ist zu klein, aber die hier ist groß genug, die Insel. So dass man da Kisten verlieren könnte. Aber ist es anscheinend nicht. Oh, ja stimmt, das ist der Damm, der ganz ist. Oh, da ist kein Tunnel, schade. Aber hier. So, wir brauchen noch zweimal Kisten. Das sind nicht die richtigen Kisten. Das auch nicht. Schauen wir nochmal bei uns. Vielleicht sind da jetzt auch wieder welche gespawnt. Oder die sind halt irgendwo mitten in den Straßen. Was natürlich sehr uncool wäre. Weil da sieht man die super schlecht. Ja, tatsächlich, genau da mitten in den Straßen. Cassian Industries is the world's foremost provider of mining and heavy industry services. Cooperation could be beneficial. Ja. We were given enough opportunities to join us. Ja, wir müssen erstmal Level 10 werden und dafür das ist abhängig von der Population. Also bauen. Mehr. Wir brauchen sowieso noch einige mehr, aber... Dafür würde ich tatsächlich noch erstmal versuchen, mehr von denen einziehen zu lassen. Statt erst neue Gebäude zu bauen. So, jetzt haben wir 6 Sojabohnen, 10 Beef. Das nächste, was wir brauchen, ist Wein. Und ich sehe gerade, dass wir von der Zeit auch schon wieder relativ lange dabei sind. Und machen an dieser Stelle einen Break und in der nächsten Folge bauen wir unsere Weinfelder an und
Genau, und hoffen, dass uns dann noch mehr Leute einziehen werden. Wenn es euch gefallen hat, liked und subscribed. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao!